Okay, dann landen wir jetzt wieder hier. Besiege die Welle nur mit Skyhook-Attacken und der Schrotflinte. Ich würde es eigentlich gerne schaffen, die Herausforderung. Aber das könnte man schaffen, das ist noch relativ easy. Ah, wir haben ja volle Munition. Das ist interessant. Ich denke mal, Schießeisen gilt nicht als Schrotflinte. Was hätte ich beide mitgenommen? 86, ach, das spare ich lieber, oder? Kann ich mir eh alles nicht leisten. Ausrüstung betrachten. Gut, Munitionskapazität. Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen, ohne nachzuladen. Okay, das ist cool. Wie ging das nochmal? So war das, ne? Genau. Ziele. Ausrüstung, Waffen, Kräfte. Naja. Ausrüsten. Sehr gut. Würde ich sagen, stürzen wir uns direkt in die nächste Welle. Ah, hier kommen wir zurück zur archäologischen Gesellschaft. Aber da können wir, denke ich mal, nichts machen, weil wir ja Geld sammeln müssen. Um die freizuschalten. Und bis jetzt ist es noch nicht so schwierig, aber ich denke mal, es wird Welle für Welle schwieriger werden. Salze. Schrotflinte. Können wir nicht den Dings wieder haben? Hoffen wir diese Schrotflinten hier. Da oben ran? Nee. Na dann, let's go. Komm schon. Pam, Junge, alter Headshot. Schon mal das Geld einsacken. Das ging doch sehr gut, schnell. Was macht Elizabeth eigentlich hier? Die macht doch ja nichts. Soldaten Salven schützen. Besiege die Welle nur mit Maschinengewehren oder der Gatling-Gang. Okay. Versuch verfügbar. Repair, Junge. Nehmen wir mal Schild. Ist gar nicht mehr, wie waren denn jetzt eigentlich die Kräfte nochmal? So, Maschinengewehre oder was war das? Gatling Gun. Würde ich sagen, nehmen wir mal das Maschinengewehr und als zweite Waffe. Mal, wie viel Geld man noch kriegt, wenn man die Herausforderung macht. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, wir müssen die Gatling Gun. Bin ich völlig bescheuert? Wie sieht dann hier nochmal aus? Oder war das das Salbengeschütz? Nehme ich einfach noch den Repartier, der ist glaube ich auch ein Maschinengewehr, ne? Genau. Das Geld sparen wir erstmal. Dann geht's auf in die nächste Welle. 6 verbleibende Gegner, okay. Da liegt auf jeden Fall ein Maschinengewehr. Tesla Transformat. Wow. Okay, tschüss. Hey du, komm her. Los. Ergib dich. So. Nein, ich bin so ein Idiot. Könnte ich nochmal neu starten? Ich bin so ein Idiot.
Mach ich erstmal so einen scheiß Angriffskill. Sag mir jetzt nicht, ich muss von neu anfangen. Ich muss von neu anfangen. Oh Gott. Ich würde sagen, das schneide ich dann wahrscheinlich raus. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt alle Missionen eigentlich soweit gemacht, wie wir sie auch gemacht haben. Außer, dass ich halt nicht alle Herausforderungen gemacht habe, außer die, dass man nur Schildschaden bekommen darf, weil die war echt ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir wieder hier. Das war echt ein bisschen fail. Und wir bauen jetzt Maschinengewehre und die Gatling Gun. Man kriegt übrigens auch immer hier das gleiche, immer dieses Schild-Upgrade und diese Ausrüstung kriegt man immer. Und die jetzt halt auch die Infusion. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Geld, dadurch, dass ich halt noch eine Herausforderung mehr gemacht habe. So, nehmen wir mal das Maschinengewehr und halt mich ab jetzt hier. Ich finde echt krass, dass man immer mit Munition wieder quasi dass man die Munition wieder zurückbekommt, wenn man eine Mission fertig hat. Ja, mal gucken. So. Also, nur Maschinengewehr oder Gatling Gun. Alright. Das heißt, keine Skyhook-Angriffe. Wie ich sie vor kurzem gemacht habe. Und dadurch habe ich die Herausforderung dann verkackt. Nicht Leertaste drücken. Warum kann ich eigentlich nicht zielen? Gerade. Ich konnte doch zielen, oder nicht? Moment noch! So, den letzten sollte ich mal warten, weil ich würde noch gerne das Zeug von denen einsammeln. Weil das bringt mich auch Punkte. Hier, bitte! Dankeschön. Ja, ja. Schnappt euch das Schwein! Schnappt euch das Schwein! Da oben ist er. Ah ne, das ist noch gar nicht der letzte. Das wäre so ein Symbol da. Alter. Zum Glück hat es nicht getroffen, die Attacke. Wo sind die Mongoliten jetzt hin? Hä? Ich werde dich töten! So, da ist jetzt der letzte. Da kann ich mal am Arsch lecken, weil ich erst seine Kollegen durchsuche. Der ist noch cute, der Typ. So ein YouTuber. Kann ich mal da oben ran, bitte? Wo sind jetzt die restlichen Leichen hier? Ich gucke, dass ich keine falschen Knöpfe drücke hier. Hui, da huscht er an mir vorbei. Er war doch eben noch da. Ja, ich bin halt zu schnell. Oh, komm, stopp. Na gut, dann. Lassen wir schänden wir die restlichen Leichen halt nicht, meine Güte. Ich habe halt auch einen Sprachfehler wieder mal. Hallo, Elisabeth. Die macht überhaupt nicht die Order. Doch, die hat uns vorhin Munition gegeben. Handyman, oh nein. Besiege die Welt mit der Pistole und dem wollte mich verarschen. Sicherlich, ey. Was haben wir denn da? Hemm mit Skyline-Genauigkeit. Erhöht an Skylines die Präzision von Waffen. Das ist ja wunderbar. Das nehmen wir gleich mal. So, na gut, dann halt Revolver und Pistole. Ich finde das irgendwie bisher ziemlich cool eigentlich, auch wenn es natürlich ein bisschen das gleiche ist immer. Aber man kann halt mal richtig so ein Beispiel. Das habe ich auch an Infinite so ein bisschen bemängelt. Man hat irgendwie am Ende immer noch das gleiche Zeug benutzt. Man hat. Warum habe ich eigentlich immer das Symbol da unten? Ist das ein Bug jetzt? Man hat immer nur. Ja, quasi. Den gleichen Scheiß. Ich überlege, ob ich mir jetzt noch ein Leben kaufe.
Falls wir gegen den Handyman verrecken. Ich glaube, das ist besser, ne? Wir haben ja 907, da bleiben immer noch 500 übrig. Fast 500, meine ich. Und, dann sollte das schon klappen. So, ich übernehme erstmal den Revolver. Mit der Pistole haben wir natürlich mehr Schuss. Was ich sagen wollte, dadurch, dieses DLC nutzt es, glaube ich, ein bisschen aus, dass man hier halt mal richtig, alles ausprobieren kann, was es so in-game gibt. So, ich möchte mal ganz kurz gucken, man konnte doch zielen. Kimo und Korm, ach, ich glaube Maustas habe ich das gelegt, okay. Ah ja, okay. Dann let's go, mal gucken, ich werde 100 pro verkacken. Gegen ein Handyman mit einer Pistole. Verstanden nur, ne? Ja, okay, ich kann also auch keine Geschütze oder so. Was ist da? Was ist beides? Ich glaube, ich sollte mich besser an die Skyline hängen dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob der an Skylines kann. Wenigstens nur einer. Oh shit, stimmt, er kann ja diese komische. Kann ja die Dinger in Strom setzen, stimmt ja. Wow! Wieder ran, du Morgenkopf. Wow! Was mache ich denn? Holy shit, geh doch ran! Was macht der jetzt? Der geht um die Dings. Ja, ja. Stimmt, der kann die Skyline unter Strom setzen, habe ich ganz vergessen. Alter. Wow, Junge. Nee, nee, nee. Stirb, Alter. Ich weiß nicht, ob die Pistole besser ist. Oh, Junge, 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 Junge. Alter, wenn der Dublin lasst, hätte ich nicht zu nah ranlassen. Ist das deins oder was? Ich habe andere Meinung. Da kommen noch die Camper. Komm, Junge. Und die noch schnell besuchen. Genau. Sehr gut. Haben wir gut gemacht, Elizabeth. Du hast echt viel dazu beigetragen.